Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir die Andachts- und Studienbibel Weimarer Bibelwerk vor uns. Ich habe die jetzt original verpackt bekommen in einem Doppelwerk. Gab es günstig jetzt zu erwerben. Ich habe lieber immer ein bisschen gewartet, denn als die neu rauskam, war die sehr, sehr teuer. Jetzt, wie gesagt, günstig, mehr oder weniger bekam ich sie hinterhergeworfen. Original verpackt hier in Folie, ihr seht es da oben. Und deswegen kann ich sie euch heute präsentieren. Andachts- und Studienbibel. Das ist eine Bibel für die bibellesende Gemeinde, das heißt mit Erklärungen im Bibeltext. Analog dazu kennt ihr noch Luther Studienbibel, Altes Testament. Auch die Erklärung im Bibeltext hier mit Randglossen von Martin Luther. Aus der Zeit um 1540, das ist jetzt hier Weimarer Bibelwerk. Wir befinden uns hier in der Zeit ungefähr 1648, 1700, so die Zeit. Grundlage hier war, ich lese euch das mal hier mal vor, ich habe hier einen Text dazu, in die Videobeschreibung kommt auch der Link dazu, zu der Erklärung der Weimarer Bibel. Unter allen deutschen Bibelerklärungen der älteren Zeit hat die sogenannte Weimarer Bibel die größte Verbreitung erlangt und genießt mit Recht bis auf den heutigen Tag hohen Ruhm. Sie erschien in der traurigen Zeit des 13-jährigen Krieges. Mein Jüngster hat anscheinend was dazu zu sagen. Ja? 1618 bis 1648. Immer wenn ich selbst die Stimme erhebe. Ein Moment, Leute. Ich glaube, er will einfach nur ins Video. Okay, wir probieren es mal weiter. 1648, damals lebte in Deutschland ein Fürst, wie es wenige je in der Welt gegeben hat. Tapfer im Krieg und klug im Frieden, war er ebenso für das geistliche wie für das leibliche Wohl seiner Untertanen besorgt. Herzog Ernst von Sachsen-Weimar, 1601 bis 1675. Wegen seines werktätigen Christentums trägt er in der Geschichte den Namen der Beternst oder Ernst der Fromme. Das hier ist jetzt ein Reprint. Martin Luther steht deswegen drauf, also zumindest seine Rose, weil der Bibeltext ist der von Martin Luther aus der damaligen Zeit. Die Kommentare sind jeweils von Johann Gerhard, Johannes Major oder Johann Himmel oder Johann Michael Dillher. Die haben die Kommentare dazu verfasst. In der Videobeschreibung, wie gesagt, da kommt der Link rein, da könnt ihr euch das nochmal intensiv durchlesen. Es wird hier auf der Webseite ganz gut erklärt. Und jetzt kommen wir zu den einfachen Dingen. Größe, sie ist recht, recht groß und sehr schwer. Das mir geschenkte Lineal 30 cm erreicht es komplett, 30 und 21 in der Breite. Dieser Reprint hat es in sich, Weimarische Bibelwerk, der Reprint von 1911, die letzte Ausgabe von 1768 unverändert abgedruckt. Ganz vorne ein Hinweis, dass die Bilder, die abgedruckten Grafiken sowie auch das Kartenmaterial von anderen Büchern stammen, und zwar vom McDonald-Kommentar oder aus der John MacArthur Studienbibel. Und ganz hinten sind Karten und Materialien aus anderen Büchern. Frakturschrift wird hier kurz gegenübergestellt, wenn man Buchstaben nachgucken will. Vorwort zur Neuerscheinung jetzt aus dem letzten Jahr und kurze Erklärung. Die Perikopen ABC war mir bislang immer nur von unseren katholischen Brüdern bekannt. Wenn ich hier auch in unseren Bibeleditor gucke, kann man immer sagen, zu welcher Perikope man jetzt eigentlich gerade die Predigt schreibt. ABC, bei uns ist es ja, wie gesagt, seit 2018 römisch 1 bis 6. Aktuell sind wir in Perikope 5. Das ursprüngliche Vorwort, alles in Frakturschrift. Die ganzen Vorreden. Das ist jetzt auch alles noch sehr, sehr gut erkennbar. Luthers Vorrede. Luthers Vorrede, und dann geht's los. Das erste Buch Mose.
das Alte Testament. Zweispaltig gehalten. Dann am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dazwischen, direkt hinten an den Wörtern dran, Erklärung und Parallelstellen. Und dann kurz Erklärung, wie ihr es auch von der Stuttgarter Jubiläumsbibel kennt oder von der Bibel, Elberfelder Bibel mit Erklärung gleich hier mit dran. Oder die Jubiläumsausgabe der Erklärbibel. Sind gleich hier mittendran. Das Papier, damit muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil das fühlt sich an wie Thermopapier, wie Kassenzettel. Ganz glatt, wird wahrscheinlich auch Thermodruck sein. Das ist ganz, ganz dünn und glatt. Also wirklich wie, ich kenne es aus dem Edeka oder so, von den Kassenzetteln. Aber wahrscheinlich erreicht man dadurch aber auch bei einem Reprint, bei einem Faksimile. Gehen wir hier dichter ran. Kann man das erkennen? Kann man nicht erkennen, man? Na, sag ich mal. Dann habt ihr ja echt Glück hier auf meinem Kanal, dass ihr das hier nicht sehen könnt. Schadi! Es ist gut zu erkennen. Es ist jetzt bei der Weimarer Bibel ein sehr, sehr schöner, klarer Druck und man erkennt die Frakturschrift so gut, dass du sie auch mit deinem Handy, wenn du sie abfotografierst und sie in Google Lens packst, der erkennt das als klare deutsche Schrift. Du kannst es dir kopieren dann in Google Lens, übernehmen und dann hast du es in normaler, unserer Schrift, in unserem Schriftbild. Das ist super leicht zu erklären. Und Jakob sprach zu Simeon und Levi, ihr habt mir Unglück zugerichtet. Mit ein bisschen Übung kommt man aber auch dahinter. Also die ist jetzt nicht so weit entfernt, dass man es nicht erkennen könnte. Auch hier wieder die Erklärung, sind sehr gut und sauber bei dieser Ausgabe zu erkennen. Ihr habt manchmal hier oben Druckfehler. Da wird das Ausgangsmaterial nicht komplett vorhanden gewesen sein, wenn man so ein Scan und scannt und wieder kopiert. Aber der Bibeltext ist gut zu erkennen. Wir springen mal weiter. Ich erwähne das immer hier so oft bei dieser Ausgabe, denn wir werden die Tage noch eine Ausgabe sehen, bei der das nicht so ganz geglückt ist. Bei dieser hier auf jeden Fall. Prophet Maleachi, Judith, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, Apokryphen, und Buch der Weisheit, Buch Tobias, Jesus, Sirach, also hier heißt es nur Sirach. Und dann Evangelium Marci, Matthäus. Dann hinten zu dem Kartenmaterial, kommen wir mal hinten nach der Offenbarung. Dieser Knick hier, der hier oben drin ist, der ist nicht geliefert worden, der ist mir passiert beim Hinstellen. Dann Register, Zeitregister. Das ist ein interessantes Zeitregister. Ich möchte mal nur kurz reinzeigen. Tag 1. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und dann die weiteren Jahreszahlen. Neue Zeitrechnung. Also das ist die gleiche, aber dann nochmal in anderer Ausführung. Ja? Biblischer und anderer gleichlaufender Geschichte. Nochmal, Gott schuf die Erde hier. Gott schuf die Welt in 6 Tagen. Harmonie der Evangelien. Erklärung. Ah, jetzt ist der Kleine hier neben ruhig. Er ist immer noch da. Ich habe ihm ein Spielzeug angehangen. Und jetzt spielt er da selig. So, und jetzt haben wir hier das Kirchenjahr. Jetzt seht ihr schon, das ist ursprünglich in der Ausgabe nicht enthalten, aber hier sind die Perikopenjahrgänge von 2019 bis 2102 drin. Jeweils aufgeteilt in 1, 2, 3, 1, 2, 3, die 3 Jahre.
die drei Perikopenjahre. Bei uns sind es, wie gesagt, mittlerweile sechs. Ich weiß es von unseren katholischen Brüdern, die haben ABC. Einige von euch da draußen sind ja auch aus Freikirchen. Ist die Frage, habt ihr eigentlich, ich kenne mich da nämlich überhaupt nicht aus bei Freikirchen, habt ihr Perikopenreihenfolgen? Oder ist das eher etwas von unseren evangelischen Landeskirchen und von den katholischen Brüdern? Die Karten, wie gesagt, aus dem John MacArthur Studienbibel, beziehungsweise aus der Studienbibel, John MacArthur oder MacDonald-Kommentar. Rückseite, das Inhaltsverzeichnis. AT, NT. Okay, das wäre das Werk Weimarer Studienbibel. Und wie gesagt, ich muss jetzt mal rüber zum Kleinen. Euch einen schönen Tag.